Okay. Ich fange mal an. Also, das ist halt so einfach jetzt ein Kessel Buntes, was ich hier zusammengetragen habe. Also, ich will ein bisschen was erzählen, was wir in der Softwareentwicklung für Wikidata im nächsten Jahr uns vorgenommen haben, was es da an neuen Sachen gibt. Ich erzähle aber auch Sachen, die ihr vielleicht verpasst habt und wo ich finde, das könnte man mal, das ist in den letzten Tagen, Monaten so passiert und das hat zu wenig Aufmerksamkeit gekriegt. Insgesamt wird das alles irgendwie alles ein bisschen lockerer sein. Also das ist jetzt nicht so Einführung und Mitschreiben oder sowas. Also stellt ruhig Fragen. Was ich irgendwie bemerkenswert finde, dieses Jahr gibt es zum zweiten Mal eine eigene internationale Konferenz zum Thema Wikidata. Das wird irgendwie im Oktober stattfinden, Ende Oktober, immer wenn der Wikidata Geburtstag ist, die Wikidata-Con in Berlin. Ich weiß, dass da bei uns im Haus ganz viele Leute dran arbeiten, aber viel mehr weiß ich da auch noch nicht, außer dass es irgendwie fantastisch sein wird. Und ach so, die Räumlichkeiten sind, glaube ich, schon announced worden. Ne? Das wird in der Urania stattfinden. Das ist ein nettes Gebäude in Berlin, wo, was eigentlich mal gedacht war, um Menschen Wissenschaft näher zu bringen. Und das ist, ja, sieht ganz schön aus. Und da gibt es viele schöne Vortragssäle. Ja, was auch hier mal kurz Thema war, bin ich zumindest hier mal während des Workshops gefragt worden, ist relativ neu. Wir haben jetzt Regeln für den Umgang mit lebenden Personen. Also, wie sieht das aus, wenn ich irgendwie biografische Daten in Wikidata einpflege? Da gibt es jetzt eine Policy. Unter Wikidata Living People kann man sich dann die entsprechenden Regeln mal durchlesen. Sollte euch im Idealfall nicht an der Arbeit hindern, aber stellt einfach Sachen klar. Also im Zeitalter von DSGVO und so weiter muss man sowas dann halt mal kodifizieren, weil nicht alle Leute wollen irgendwie in Wikidata auftauchen, besonders anscheinend französische Schriftsteller, die sich dann immer be beschweren. Ja, es ist irgendwie eine signifikant große Gruppe an französischen Schriftstellern, die sagen, ich möchte nicht in dieser Datenbank im Internet erfasst sein. Und dazu haben sie ja auch recht, auch wenn wir dann schmunzeln natürlich. Aber dann wir haben das Recht zu schmunzeln, Sie haben das Recht, nicht aufgeführt zu werden. Es gibt total viele neue Tools und wenn man irgendwie einmal nicht aufpasst, dann gibt es wieder neue. Also, als erstes gibt es die Funktion mit den Edit Groups. Das finde ich sehr, sehr spannend. Also vor allen Dingen, wenn man so Batch-Uploads macht, dann bekommen die eine ID und das hat den Vorteil, dass ich diese Edit Groups im Ganzen zurücknehmen kann. Also ich kann halt sagen hier, genau, ich habe mich da vertan und ich nehme einfach mal diese Edits, die alle in einen Kontext gehören, die letzten 1500, die ich da gemacht habe, en bloc zurück. Das ist sehr, sehr hilfreich. Es gibt ein Tool von Magnus Manske, wie es halt tausende von Tools von Magnus Manske gibt, das nennt sich Cradle. Ich kann es mal kurz versuchen aufzurufen. Ach, geht nicht. Cradle. Genau. Sieht man das überhaupt? Lädt jetzt gerade. Das ist eine Möglichkeit, also okay, das ist ein sehr komplizierter deutsch-englischer Sprachwitz. Ihr kennt vielleicht den Spruch von der Wiege bis zur Bahre, Formulare, Formulare. Genau. Und das hat er dann irgendwie auf Englisch übersetzt: From the cradle to the grave, forms, forms, forms. Und das Tool heißt Cradle. Damit kann man Formulare machen. Das ist tatsächlich für viele Leute, die jetzt nicht so voll vernördet sind, die einen Editathon machen wollen und beschreiben wollen, ich will jetzt einen Haufen Daten eingeben, die immer die gleiche Form haben. Und dafür hätte ich gerne ein Formular. Ist das genau das, was sie sich die ganze Zeit gewünscht haben? Also wenn ich jetzt irgendwie an antiken Vasenmalern arbeite, dann weiß ich Label, okay, Alias, Instance of und so weiter. Das sind alles die Dinger, die ich da unbedingt drin haben will. In dieser Form. Also das sind die Properties. Und das kann ich halt beschreiben. Da gibt es eine spezielle Wiki-Seite, wo ich sage, hier
Das sind die Properties, die ich da drin haben will für meine Arbeit. Und jetzt mach mir daraus bitte ein Formular. Und dann kann man irgendwie engagierte junge Hilfskräfte an der Uni ransetzen. Und die können dann einfach nichts falsch eingeben. Ja, genau. Genau. Und dann ist hier auch schon zum Einsatz gekommen. Ich glaube, Lucy hat das eingesetzt. Das ist, finde ich, ganz nett. Es gibt ja den Wikidata Query Service. Ne? Da kann man mit Sparkle Anfragen über den Datenbestand von Wikidata machen. Jetzt gibt es den Wikidata History Query Service. Damit kann man mit Sparkle Anfragen über die Edit History von Wikidata machen. Das heißt also, wenn einen interessiert, was so in den letzten Monaten besonders heftig umstritten war oder so Trends oder sowas, oder wenn man einfach wissen will, wer sind denn die aktivsten Editoren im Bereich Kulturdaten, dann kann man sowas damit mit der gleichen Sparkle Query rauspulen. Das ist für einige Anwendungen sicherlich relativ interessant. Also speziell, wenn man irgendwie so Trends oder sowas entdecken möchte, dann ist es spannend, dass man halt diese ganze History halt durchsparkeln kann. OpenRefine hat sich so in den letzten Monaten wirklich herausgestellt als das magische Tool. Ja, das wird wahrscheinlich Datenbereinigung und Upload auf ein ganz neues Level heben. Und meine Empfehlung ist, dass ihr euch das mal anschaut. Also nicht nur kann man damit irgendwie große Datenmengen einlesen und dann halt auf typische, ja, wir kennen das alle. Also man bekommt offene Daten und die offenen Daten, da freut man sich erstmal, aber dann merkt man, die sind alle dreckig. Ne? Mal steht da Anna Nachname, mal steht da A-Punkt Nachname, mal steht da 1.3., mal 1. März und so weiter. Und dann fehlen irgendwie Zeilen oder Zeilen sind durch Leerzeilen und es ist alles irgendwie schrecklich, weil das alles mal von Menschen eingegeben wurde und dann in Word und dann wieder eingescannt und dann als CSV im Netz veröffentlicht wurde. Und das sind alles so Fehler, die müssten nicht sein. Man freut sich, dass man offene Daten hat, aber jetzt beginnt erstmal die Arbeit des Bereinigens. Und viel davon kann OpenRefine automatisch erledigen. Und was besonders fantastisch ist, es gibt dort einen Abgleichservice, wo man die Daten, die man hat, abgleichen kann mit Wikidata. Das ist der Reconciliation Service, also abgleichen, reconcile. Und da kann man sagen, hier, guck mal, ich habe hier eine Spalte mit lauter Filmregisseuren, versucht da doch mal entsprechend das Wikidata-Item zu rauszufinden. Es ist nicht so, dass das alles total magisch und immer 100% funktioniert, aber wenn es schon mal 80% funktioniert, dann hat man ja halt nur 20% des Datensatzes, den man sich manuell anschauen muss. Und das ist ja schon mal besser, als wenn man sich 100% des Datensatzes manuell anschauen wird. Ich glaube, Andrea wird da gleich auch noch mal ein paar Zaubertricks zeigen, die sie da hat, weil die ist der größte OpenRefine-Fan, die ich so kenne. Genau, also ist glaube ich, irgendwie ein wichtiges Schweizer Taschenmesser, dass man irgendwie als jetzt irgendwie, wenn man mit offenen Daten oder mit Wikidata arbeitet, im Gürtel haben sollte. Und dann ist die ganz große Sache, die uns alle super aufgeregt macht, ist, dass wir jetzt in Wikidata auch menschliche Sprachen drin haben. Also wir nennen das Lexeme oder lexikografische Daten. Und sind total hibbelig und schauen, was da jetzt irgendwie passiert. Bisher hatten wir in Wikidata immer so Sachen oder Dinge oder ja, irgendwas, was in der Welt ist, aber nicht halt irgendwie dann noch Informationen über dieses Wort und in diesen 300 Sprachen, die wir da haben. Jetzt haben wir das geändert. Das haben wir jetzt ungefähr ein halbes Jahr oder so am Laufen und wir sind da auch nicht so groß mit rausgegangen. Also intern haben wir da zwar über nichts anderes mehr geredet, aber in der Öffentlichkeit haben wir das noch nicht so groß posaunt, weil wir gedacht haben, ah, das ist jetzt alles auch noch so im Testbetrieb und so, aber ich finde, das reicht jetzt langsamer. Jetzt können mal Leute anfangen, mit Sprachdaten da was reinzumachen und ja, vielleicht irgendwie auf sowas wie Open Source KI oder so dann voranzutreiben. Also letztendlich wird einfach nur ein
neuer Typ von Items eingefügt, wo halt das sprachliche Zeichen, das Lexem erklärt wird. Also Lexem ist einfach nur der Angeberausdruck für Wort, weil das Wort Wort halt sehr überladen ist, spricht man dann in der Linguistik von einem Lexem als kleinste bedeutungstragende Einheit. Wie sieht denn das aus? Da kann man sich zum Beispiel hier das Lexem 99 nehmen. Das ist ein deutsches Wort in dem Fall. Und wir haben alle Sprachen da drin. Also wir haben auch ein paar Nummern, die uns besonders attraktiv erschienen, dann reserviert. Genau, also 99 ist Luftballon, warum auch immer. Bei anderen weiß man es dann nicht so ganz genau, außer man kennt die entsprechende Kultur und Sprache. Kennt jemand die Sprache? Das ist Hebräisch. Und das Lexem ist, ich glaube, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Ra. Das ist das Leben. Also wir kennen das alle, wenn man mit Israelis trinkt, dann Lachaim, auf das Leben und so. Und da gibt es irgendwie so ein eigenes System, wie man hebräische Wörter auf Zahlen mappt. Das hat eine gewisse Tradition. Und wenn man irgendwie in Israel irgendwie Geschenke bekommt oder irgendwie Glückwunschkarten, da ist aber häufig irgendwas mit der 18, weil das die Zahl 18 bedeutet irgendwie das Leben und das verschenkt man dann gerne. Und das Lexem 18 ist halt das hebräische Wort für das Leben. Und ja, 1887 ist ein Buch erschienen, wo ein polnischer Arzt eine internationale Sprache beschrieben hat, Esperanto. Und im Jahr 1887 hatte dieses Buch, was zum ersten Mal seine Sprache Esperanto beschreibt, halt herausgegeben. Und das heißt auf Esperanto heißt dieses Buch La Unua Libro, das erste Buch. Und 1887 ist zufällig auch das Esperanto-Lexem für das erste, also Unua. Wer da wohl dahinter steckt, wer sich das alles ausgedacht hat, wir werden es nie erfahren. Aber ansonsten ist es genauso wie bei Wikidata halt auch. Also ihr schreibt irgendwelche Lexeme rein und die werden dann in zufälliger Nummer dann durchnummeriert. Das könnt ihr zum Beispiel machen mit einem Tool, das sich der Lukas Werkmeister ausgedacht hat. Das heißt Wikidata Lexeme Forms Tool. Ach, wo du schon mal da bist, willst du nicht einfach mal was dazu erzählen? Okay, aber ich weiß jetzt nicht, ob du noch irgendwelche weiteren Folien dazu hast oder es zeigen willst. Das ist quasi so ähnlich wie dieses Gradle-Werkzeug, nur für Lexeme und der Name ist ein ganz blöder Witz. Ist auch total verwirrend, wenn ich dran arbeite, aber das zeigt dir praktisch ein Formular an, um die Formen zu einem Lexem hinzuzufügen. Deswegen ist es Wikidata Lexeme Forms, weil auf Englisch das ja beides Form ist. Willst du mal auf, weiß nicht, deutsches Substantiv maskulin klicken zum Beispiel? Du musst dich erst anmelden. Mach das bitte kurz, danke. Und dann kann man da, sieht man quasi Beispielsätze für die 8 Formen von dem Wort, die es gibt: Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, Singular und Plural. Kann die da alle eintippen und dann wird ein neues Lexem angelegt mit diesen 8 Formen. Und man muss nicht ständig die ganzen Item-IDs raussuchen und 8-mal Add Form klicken und so weiter. Das macht es viel schneller. Und außerdem sucht es auch, überprüft es selbstständig, ob es nicht schon ein gleiches Wort gibt. Also wenn du da jetzt Hund eintippen würdest, dann müsstest du gleich eine Mahnung sehen, das Wort gibt es schon längst. Gibt es nicht längst, das ist 34.000, ist relativ spät angelegt worden, aber es gibt das Wort auf jeden Fall. Ja. Cool, also ich habe mitgekriegt, dass Lukas immer, wenn irgendwie ein Vortrag lief, alle wichtigen Wörter, die da gerade genannt worden sind, nebenbei dann in dieses Lexem-Tool da eingetippt hat. Ja. Wie gesagt, also das ist alles noch sehr leer. Ich würde es auch noch nicht als das Standard-Wörterbuch benutzen. Dafür ist noch ein bisschen zu wenig drin, aber das wird sicherlich jetzt, wenn wir da irgendwie ein bisschen größer an die Öffentlichkeit mitgehen, dann was werden. Und dann, wer weiß, ne? Dann gibt es sicherlich auch Leute, die sagen, hey, ich habe hier so eine
ein Wörterbuch unter einer freien Lizenz und das lade ich dann mal komplett hoch oder so. Was mich halt daran am meisten interessiert, ist halt die Möglichkeit, dass wir da wirklich diese Sprachpaare haben. Dass wir das, was ich gestern erwähnt habe, so kleine Sprachen wie Maltesisch und Estnisch oder ja, weiß ich nicht, Zulu und Tagalog und so weiter, dass die halt untereinander dann Wörterbücher haben, was es vorher halt in der Form nicht gab. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Also wir sind irgendwie gespannt. Ihr könnt das gerne benutzen. Ja, genau. Ja. Du kannst das dann auch verknüpfen. Du kannst dann sagen, das entspricht diesem Wort in der anderen Sprache. Und du kannst auch sagen, das entspricht diesem Wikidata-Item, also diesem Konzept. Also Apfel würde dann sowohl als auf das englische Lexem Apple linken, als auch auf das Item für Apfel. Ja, könnte man machen, machen wir im Moment nicht. Also ja, es gibt halt irgendwie diese Wiktionary-Community und hatte ich gestern, glaube ich, schon mal gesagt, die haben halt irgendwie mit einem ganz anderen System angefangen, die machen eigentlich im Prinzip Wiki-Seiten. Wir versuchen eine Datenbank zu machen. Es gibt einige Wiktionary-Gruppen, Communities, die sagen, das ist total toll und das wollen wir in Zukunft auch benutzen. Es gibt andere, die sagen, nö, da warten wir erstmal ab. Ja, das ist halt, also ja, da kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Mein Lieblingsthema ist Urheberrecht und die Absurdität des Urheberrechts. Okay, also ein einfaches Wort und sicherlich auch die grammatischen Bestandteile, da gibt es keine Schöpfungshöhe, da gibt es dann entsprechend auch kein Urheberrecht drauf. Bisschen anders wird das bei Beispielsätzen und das sagen die Leute zum Beispiel vom französischen Wiktionary auch zu Recht. Alles, was in Wikidata drin ist, ist CC0, was die Leute an geistige Leistung in die Beispielsätze gestellt haben, das haben sie unter CC by SA bei Wiktionary eingestellt. Ihr könnt nicht einfach das nehmen und es unter einer freieren Lizenz neu veröffentlichen. Und das ist richtig. Das kann man nicht einfach so machen. Deswegen schauen wir mal, wie sich das. Kann man im Moment auch nicht machen. Ja, also es gibt, das ist eher ein soziales Problem, dass wir irgendwie diesen Import aus Wiktionary nicht machen. Es ist weniger ein technisches Problem, denn natürlich wäre das mit dem Bot sehr schnell zu lösen. Aber wir machen es erstmal nicht und lassen erstmal beide Ansätze nebeneinander laufen und mal schauen, wie es in der Zukunft aussieht. Also ich denke, das wäre, also der Use Case für mich wäre einfach wirklich eine Möglichkeit zu haben, dann diese linguistischen Sachen zu haben, dass auch sowas wie Sprachverständnis oder sowas dann aufkommt. Ja, man könnte es für natürliche Sprachverarbeitung oder sowas benutzen. Das wäre eine Sache. Oder man druckt sich einfach ein Wörterbuch aus. Das wäre auch irgendwie ganz fetzig, glaube ich. Es gab ja auch mal dieses Projekt Refugee Phrasebook oder sowas, was auch von der OKF gemacht worden ist. Also wer weiß, vielleicht kann man ja irgendwie in der Zukunft auch sowas Ähnliches mitmachen. Und dann wird es noch abstrakter eigentlich. Also das Wort Lexeme ist ja schon abstrakt genug, aber was wir vorhaben, ist halt ein Universum aus Linked Open Data zu schaffen. Das heißt, Wikibase, also die Software hinter Wikidata, wird nochmal eine ganz neue Rolle spielen. Wir nennen das Föderation oder Federation auf Englisch. Federation kann eine Menge bedeuten. Also eine Form von Federation kann jetzt schon gemacht werden. Wir können Sparkle abfragen, in dem Wikidata Sparkle Query Service machen und wir können dann noch andere Sparkle Endpoints in dieselbe Sparkle-Abfrage reintun. Da gibt es auch so einige, was weiß ich, ja,
das Nationalmuseum von Spanien hat so irgendwie so ein Sparkle-Endpoint. Und dann kann ich halt irgendwie was über bestimmte Bilder in Wikidata abfragen, das dann noch anreichern mit einer eingeschachtelten Sparkle-Abfrage an dieses Nationalmuseum in Spanien und bekomme dann ein Gesamtergebnis gemischt zurück. Also das ist jetzt schon möglich, das sind föderierte Sparkle-Abfragen. Woran wir dieses Jahr arbeiten wollen, ist, ihr nehmt euch diese Wikibase-Software, installiert die euch und schafft euer eigenes Wikibase. Ne? Also mein Beispiel, was ich da immer bringe, ist irgendwie, sagen wir, das Marmeladenmuseum Bad Schwartau. Das hat irgendwie so seine ganz eigenen Ansprüche, wie die Welt geordnet ist und ist da auch sehr, sehr feingliedrig und hat irgendwie so eine Ordnungssystematik, die alle in den Jam- und Marmalade-Studies irgendwie so benutzen. Das machen da alle so und die haben dann ihre eigene Datenbank nur für Marmeladen und Fruchtaufstriche. Könnte man jetzt sagen, ja, gehört alles in Wikidata rein, ist aber vielleicht irgendwie dann doch irgendwie out of scope, ist schon sehr speziell und nischig. Vielleicht machen die aber auch dann einfach ihre eigene Wikibase-Instanz und toben sich dann so richtig aus und zwar genau in der Feingliedrigkeit, die sie für ihren sehr speziellen Forschungsbereich dann brauchen und verknüpfen diese Wikibase-Instanz dann mit Wikidata. Wie das aussehen wird, ist noch so ein bisschen unklar, aber was angedacht ist, ist, dass es dann föderiert wird, dass ich sagen kann, ich fange nicht bei Null an, sondern nehme erstmal das Grundvokabular mit Mensch und Frucht und sowas, das nehme ich irgendwie von Wikidata und baue darauf dann auf meine feingliederige eigene Ordnung, meine eigene Ontologie. Und das spricht dann irgendwie miteinander und dann haben wir ein föderiertes Wikibase-Ökosystem. Das wäre super toll. Das wäre so ein bisschen das, was so mal der Grundgedanke von diesem semantischen Web wäre. Beschriebene und maschinenlesbare Daten, die von Menschen und Maschinen gelesen werden können und die miteinander reden und verknüpft sind im World Wide Web. Das sehen nicht nur wir so, das sieht auch Tim Berners-Lee so, also der Webentwickler. Der hat uns vor ein paar Jahren mal einen Preis für Wikidata verliehen und hat dann irgendwie zu der Lydia Pinscher, die Produktmanagerin von Wikidata ist, gesagt, eigentlich macht ihr genau das, was ich mir vorgestellt habe mit dem semantischen Web. Endlich macht's mal einer, nachdem das hier lange Zeit halt im akademischen Elfenbeinturm so vor sich hin akademisiert wurde, gibt es dann vielleicht einfach mal eine Möglichkeit, das einfach mal loszulegen. Ist auf jeden Fall mega spannend und ich glaube, dass da irgendwie 2019 noch richtig was passiert, da wird Wikibase noch viel mehr sein als die Software hinter Wikidata. Wir sehen das jetzt schon, wir haben ein super spannendes Projekt mit der Deutschen Nationalbibliothek, was wir gerade durchführen. Die Deutsche Nationalbibliothek pflegt eine Datei, das ist die gemeinsame Normendatei, GND. Das ist da wird festgelegt, wie Goethe geschrieben wird und wann er geboren und gestorben wird. Und zwar für alle Bibliotheken im deutschsprachigen Raum. Die machen das also nicht nur für Deutschland, sondern auch für Schweiz und Österreich im Auftrag sozusagen. Das ist so das Heiligtum für die Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Und die benutzen bis jetzt eine Software, die aus den 70er Jahren kommt für die Verwaltung von dieser Normdatei und haben gedacht, jetzt haben wir 2019, lass uns mal irgendwie das mit dieser Zukunft ausprobieren. Wir evaluieren gerade, ob wir unsere Software gegen Wikibase austauschen können und dann würde die gemeinsame Normdatei in dieser Software laufen, in der auch Wikidata läuft. Und das würde mich ganz schön froh machen, wenn das passiert. Und da gibt es auch noch andere. Also solche Leuchtturmprojekte haben dann immer auch so Auswirkungen. Sobald die Deutsche Nationalbibliothek sowas überlegt, gucken dann andere Nationalbibliotheken auch ganz genau hin und sagen irgendwie, die Deutschen, die können das ja mit dem Ordnen und Sortieren. Lass uns das mal auch anschauen und ja, auch bei der französischen Nationalbibliothek, bei der schwedischen Nationalbibliothek, bei den Griechen, den Portugiesen,
in Kanada und so weiter, überlegt man gerade, ob sowas mit Linked Open Data für die einzelnen Normdateien nicht eine Lösung wäre, was dann irgendwie miteinander vernetzt sprechen könnte in einem fröhlich vor sich hin schwatzenden Wikibase-Ökosystem. Und das war es eigentlich, was ich euch erzählen wollte. Wenn ihr noch Fragen habt, bin ich auch noch die ganze Zeit hier. Aber erstmal bin ich am Ende. Danke. Es reicht auch. Ich meine, ihr habt auch zwischendurch Fragen gestellt. Als nächstes haben wir irgendwie was ganz Improvisiertes. Hülku, du hast gesagt, irgendwie, du wolltest mal was erzählen, wie du Daten aufbereitest. Genau. Es gibt hier aber auch noch andere Leute, die Daten aufbereiten. Genau, einfach so spontan als kleine Session, dass ihr da irgendwie mal zeigt, was ihr da so macht, wenn ihr Daten aufbereitet. Okay.